Ja, hallo, ist wieder der Martin mit einem neuen Let's Play Football Manager 2019, mittlerweile 22. Folge und wir müssen gegen RB Leipzig spielen. In den letzten Teilen habe ich ja einiges zur veränderten Taktik erzählt. Nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Wir werden mit einer Viererkette hinten spielen, einen defensiven Abräumer. Dann drei Mittelfeldleute in etwa auf einer Linie und zwei Stürmer, Kajubi und Finn Bogason. Und, lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir gleich ins Spiel rein. Wir sind 16. Leipzig ist 2. Das heißt, grundsätzlich mal wird es schwierig werden. Immer huste ich. So, hier haben wir die Bundesliga-Wochenendvorschau. Wir sehen also heute am Spieltag Stuttgart der 18. gegen Dortmund den 11., Hertha der 10. gegen Freiburg den 12., Augsburg gegen Platz 16 gegen Leipzig Platz 2, Nürnberg gegen Hoffenheim der 17. gegen den 6., Frankfurt gegen Düsseldorf der 9. gegen den 14. Und das Topspiel Wolfsburg gegen Bayern, der 7. gegen den 4. Am Sonntag dann die Partie Gladbach gegen Mainz, der 3. gegen den 5., aber auch sehr spannend. Und Leverkusen gegen Hannover. Unsere U19 besiegt Heidenheim 1:0 und hat damit 12 Punkte. Jetzt ist dann Heidenheim in der Tabelle vorbeigegangen. Die Fitnesstests zeigen Marco Richter noch nicht fit. Gespielt hätte er sowieso nicht. So, 15:30 Uhr. Es geht los. Natürlich sind wir krasse Außenseiter. Leipzig 1:80 4:4. Ralf Rangnick ist der Trainer dort. Schwachpunkt: 4 von insgesamt 7 Vorlagen zu Gegentreffern kamen in den letzten 16 Spielen aus den Tiefen des Raumes. Danzos Stärke bei hohen Bällen könnte helfen, dies auszunutzen. Das sehe ich jetzt eigentlich das erste Mal, das Feld da unten, muss ich zugeben. Ja, Danzo hat schlecht trainiert, obwohl wir ihn ja als Rechtsverteidiger bringen wollen. Danzo, Moravec und Max fehlt die Spielpraxis. Das müssten sie trotzdem auf die Reihe kriegen. Die Profis. So. Bei Leipzig. Mukiele, der Rechtsverteidiger, mit 7 Assists. Bulacic im Tor. 7:19. Jetzt sind halt schon Noten. 7:27, 7:40. 7,60, Halstenberg 7,28, Linksverteidiger noch wenig Spiele, Kevin Campbell 7,30, Demme ja, 6,96, Emil Forsberg 7,61, Sabitzer 7,65 und vorne das Dream Team, Yusuf Paulsen, 15 Spiele, 14 Scorerpunkte und Timo Werner 16 Spiele, 16 Scorer-Punkte. Da können wir natürlich mal ansatzweise mithalten. Unser bester Notenschnittmann ist Kajubi mit 7,19. Die Launen der Spieler sind unterschiedlich. Fokussieren Sie sich auf das, was Sie zu sagen haben. Sie sollen für Ihre Fans spielen. Ich weiß, dass wir die Underdogs sind, aber geht raus und liefert eine Leistung ab, die die Fans anstachelt. Das klingt gut. Wenigstens Kevin Danzo ist motiviert. Und noch ein Spielfeldrand-Interview. Stefan Herrmann vom Deutschen Fußballblatt. Sie hatten in letzter Zeit ihre Probleme, während ihr Gegner auf einer Erfolgswelle reitet. Befürchten Sie, es bahnt sich ein weiterer gebrauchter Tag an? Ja. Unsere Negativserie muss ja einmal aufhören und ich hoffe, dass das heute der Fall ist.
Morawek. Ja, bin ich gespannt, wie der sich behauptet. Auch Kevin dann so der Rechtsverteidigerposition. Wir haben sogar 60-40 Ballbesitz in den ersten 10 Minuten. Aber dann Leipzig mit einem Freistoß. Kampe. Oh, guter Schuss von Demme, aber knapp daneben. Kevin Kampl hat so viel Platz, den versuchen wir ihm zu nehmen. Und Kajubi. Oh, wow. Kajubi, schöner Freistoß. Knapp dann übers Tor. Dachte ich eigentlich, der Torwart war noch dran. Ja, wir sind sehr zentral im Angriff. Währenddessen Leipzig ja, zur Hälfte über rechts und über links kommt. Dann sieht dann so gelb seine erste. So. Kiefer mit dem Abschlag. Oh, Finn Bogason. Kommt nicht zum Ball. Kevin Kampl. Werner, aber schön verteidigt hier. Und nochmal Forsberg. Demme. Und da ist das Tor. 29. Minute. Diego Demme auf Vorarbeit. Emil Forsberg macht das 1 zu 0. Obwohl wir bisher eigentlich wirklich ordentlich gespielt haben. Hier nochmal Werner mit dem Schuss. Abgeblockt. Dann gibt er den Ball auf Forsberg und dann hat Demme den Platz, zieht ab. Eine Granate mit rechts. Reaktion von unserem Torhüter war aber leider auch nicht vorhanden. Max dann. Oh, Doppelchance für den Bogason. Noch ist er am Ball. Ulmer. Ah, Chance vertan. Dann sieht Diego Demme die sechste gelbe Karte schon. Entschuldigung. Mal rausschneiden. Aua. Dann mal beim Niesen. Das Kreuz verrissen. Männerschnupfen, was Hartes. Dortmund mittlerweile 3 zu 0 schon gegen Stuttgart. Und das noch in der ersten Hälfte. Ja, hier sehen wir die anderen Partien. Stuttgart, Dortmund 0-3. Hertha, Freiburg 2-0. Frankfurt Düsseldorf 1-0 und Nürnberg hält ein 0 zu 0 gegen Hoffenheim. Ich werde jetzt erstmal nicht wechseln. Ich sage Ihnen, dass Sie nur Pech hatten und die Kommentare, die Reaktionen sind auf jeden Fall mal positiv, das ist schon mal gut. Hinteregger, er ist stark im Kopfball. Oh, Halstenberg. Macht der nur knapp drüber. Moravec mit 6-7 ganz solide eigentlich. Hahn auf der rechten Seite. Ja. Da ist Hahn am Ball. Moravec wieder. Bayer, schießt doch mal einer.
Ja. Dieser letzte Pass war dann schwach. Und dann ist Werner auch unter Wohnen und macht das 2-0. In der 53. Spielminute Timo Werner sein 13. Saisontor vor bei Yusuf Paulsen. Da haben wir vorne die Möglichkeit. Dann ist es Moravec, der dann einen unglücklichen Pass in meinen Augen spielt. Der Ball wird vertändelt und dann ist Werner da und macht das 2-0. Timo Werner, wo führt sein Weg hin? Ich wechsle jetzt. Ich werde Cordoba für Finn Bogason bringen. Und Yi für Philipp Max. Das heißt, wir haben dann immer noch die Option mit Co, die wir dann für Moravec bringen können. Werner und Demme haben einen guten Tag, das ist wohl wahr. Upamecano sieht die vierte gelbe Karte und jetzt hat Düsseldorf das 2-0 kassiert. Wieder eine Riesenchance für Leipzig. So, und dann die 63. Minute, wir wechseln das dritte Mal. Co von Kultur Moravec. Jetzt haben wir dreimal gewechselt, wahrscheinlich verletzt sich jetzt dann einer. Bei meinem Glück. Wir haben mehr Ballbesitz, 51-49%. Aber dieses Offensiv-Duo Paulsen und Werner, dazu noch Forsberg, Kampl, das sind schon ganz starke Spieler. Also für mich da Leipzig mit einem Meisterschaftsfavorit in der aktuellen Saison. Wir haben ja Ballbesitz, aber viel weniger geschossen. Nur 7 Schüsse zu 25 von Leipzig. Ulmer. Co. Aubi. Und jetzt Foul an Cordoba. Upamecano, der hat schon gelb. Aber es ist bereits die 87. Spielminute. Ja, er gibt ein Gelb-Rot. Das wird uns jetzt nicht mehr viel bringen, befürchte ich. Ja, das war's damit. Wir verlieren das Spiel mit, na, noch nicht mal aus. Vielleicht geht er nochmal ein drittes Tor rein. Kajubi. Ja, das war's. 0-2 zu Hause gegen Leipzig. Peter Gulacsi hat seit 331 Minuten kein Gegentor kassiert. Ich soll eigentlich... Spieler reagieren negativ. Ich wollte sie eigentlich doch noch loben, dass sie alles versucht haben. Das hat dann aber nichts gebracht. So, die Pressekonferenz. Sie können mit dem Resultat und der Leistung ihrer Mannschaft eigentlich nicht zufrieden sein. Wir waren nicht so schlecht, wie das Ergebnis vermuten lässt, aber ich beschäftige mich bereits mit dem nächsten Spiel. Nach so einem enttäuschenden Ergebnis heißt es jetzt wohl zurück auf den Trainingsplatz und Trainingsplan neu überdenken. Wir werden sehen, was der morgige Tag bringt. Ihre Mannschaft hat in letzter Zeit
eine schlechte Form und zeigt nur wenig Anzeichen für eine Wende. Denken Sie, dass die niedrige Moral hauptverantwortlich für das fehlende Glück ist? Wir müssen positiv nach vorne schauen. Unter den Fans gab es Verwirrung. Ulmer trotz offensichtlich unterdurchschnittlicher Leistung nicht auszuwechseln. Ich lobe ihn. Kevin Danso wurde als rechter Verteidiger eingesetzt, können wir das noch häufiger erwarten. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Franco Foda war in der WWK Arena, hat wohl Danso, Hinteregger und Ulmer beobachtet. Drei Österreicher. Wir haben ja noch den, wir haben ja noch einen Kader. Und jetzt vergessen, wie der heißt. Der hat aber nicht gespielt. So. Die anderen Partien. Waren dann. Nürnberg gewinnt gegen Hoffenheim 1:0. Stuttgart. Frankfurt, Düsseldorf 2:2. Wir verlieren gegen Leipzig 0:2. Hertha schlägt Freiburg 2:0. Stuttgart, Dortmund 0:3. Und Wolfsburg, Bayern ist erst noch. Ja, wir müssen als nächstes gegen Hannover spielen. Hannover ist 11. Ich werde jetzt aber schon zwei, drei Sachen ändern zur letzten Aufstellung. Und zwar werde ich Finn Bogason auf die Bank setzen, das wird ihm zwar nicht gefallen, aber Finn Bogason wird beim nächsten Mal draußen sein und Yi und Co. werden auch anfangen. Von den Noten her dann so 6,60, Ulmer 6,79, das ist jetzt auch nicht so stark, aber es ist noch okay. Kajubi 7,13, ja. Gut! Das war jetzt der 22. Teil. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Und gebt mir ein Feedback. Schreibt mir was in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Das wäre schön. Wir haben eigentlich viele Zugriffe, aber keine Abos. Und ja, wir hören uns und sehen uns hoffentlich morgen. Bis dann. Ciao.